Oh, jetzt geht's wieder weiter. Miss Zelda. Das ist die Frage, ist sie hier schon draußen oder ist sie nicht draußen? Sie ist noch nicht draußen, okay. Da ist sie doch, oder? Ja, da ist sie. Wo gehst du hin? Ich muss aufpassen. Niemand hier. Okay, nochmal von vorne. Dann haben wir abgespeichert. Wäre vielleicht einfacher. Planen. Okay. Also theoretisch können wir da hoch rein. Dann warten wir kurz. Wenigstens wissen wir jetzt, wo es hingeht. Thank you.
Okay. Tagebuch. Ja, wir nehmen Quest noch. Und hier fehlt immer noch einer. Da fehlt uns auch noch einer. Dann haben wir schon fertig. Löschen. Achso, das war das, okay. Also gut, sieht so aus, als hätte mich niemand gesehen. Es wird Zeit für einen weiteren geheimen nächtlichen Schlummerei. Und da ist heutzutage genug Gemüse. Dieser Glanz, dieser Form, dieser Duft. Ein unfassbares Aroma. Ohne Tada. Passet. Kosten wir einfach von dieser Köstlichkeit. Auch köstlich. Keinerlei Bitterstoffe. Der Beweis, dass ausschließlich reine Wasser verwendet wurde. Dass auch diese Schale mundet. Ist dem Können dieser Gemüsezüchter und deren Qualität des Bodens zu verdanken? Na, ganz ehrlich. Das beste Gemüse stammt eben aus Hahn. Tenno. Es ist nahrhaft, aber niemals füllend. Man sagt mir nach, ihr seid glimmlös und extravagantiert. Aber in Wirklichkeit liebe ich das Simple und Schnökenlose. Ja, das lässt mich nicht läuten, fürchte ich. Aber da ich jetzt satt bin, für heute gehe ich wohl besser nach Hause. Wenn ich mich nicht beeile, wird Sophia noch misstrauisch. Die Bitte, meine großen Schwester zu fragen, kommt ihr sicher ungedingt. Aber ich fürchte, ich mache mir furchtbare Sorgen. Was? Das Vorratslager gegenüber? Was? Im Ernst? Hätte irgendwie so weit spekuliert, als es irgendwas anderes erwartet. Naja, ihr. Meine Schwester gibt sich ja immer ach so modern und experimentiert. Aber mal ganz unter uns, tatsächlich liebt sie schlichte Dinge. Und das simple Leben hier in Hantoro über alles. Sie hat wahrscheinlich erzählt, dass der Grund für ihre Rückkehr sei ihre Schaffen dran und ihre Weiterentwicklung und sowas. Aber in Wirklichkeit wollte sie einfach
wieder ein das Gemüse ihrer Heimat essen. Zumindest wenn sie mich fragt. Tut aber auch keiner. Na, egal. Ich bin froh, dass sie nichts an Außergewöhnliches getrieben hat. Da bin ich schon ziemlich erleichtert. Hier, nehmen es zum Dank. Meine Schwester kann manchmal ganz schön nerven. Dabei wollte Rita und Sagono eigentlich beides dasselbe. Also, anstatt diesen Aufwand zu betreiben, können sie doch einfach zusammenarbeiten, oder nicht? Eigentlich schon. Oh, gibt's um ein Problem mit dem WLAN? Also, so. 7 Stück ohne Pilz. Mit frischem Kick. Aber wir dürfen nicht ruhen, bis jeder Rika-Welle einen Pilz in den Händen hält. Die Rüstung haben wir doch schon, oder? Hier ist, glaube ich, keiner drin. Ne? Ein sehr, sehr aufgeräumtes. Dann gehen wir jetzt zur Schule. Mit denen haben wir ja schon gesprochen. Ja, warum noch nicht unten? Ist auch keine Person. Ah, ich will auch später Hühner haben. Na, was gibt's Neues? Alte Dame. Alles gut mit dem Feld? Ein bisschen Zeit. Alles schon in Ordnung. Oh, ein Geschenk von Sagen. Dankeschön. Die Welt der Mode dreht sich einfach so schnell für uns alte Leute. Ich unterstütze jeden Bürgermeister, der dafür sorgt, dass die Jungen gerne im Dorf leben bleiben und ja, leben und bleiben. So. Kochen. Lecker. Er ist sowieso ein Forscher gewesen von der Außergleichung draußen. Da kommen die Kinder. So, da waren wir dann schon, da waren wir schon, da waren wir schon. Meine Güte. Der frühe Vogel fängt den Rubin.
das hier hoch. Nee. Oh, willkommen. Wenn beim Mann, können wir schon. Hier ist ein Pilz. So, haben wir das fertig. Wie viel haben wir dann schon noch? 5. Ja, beim Bürgermeister glaube ich nicht. Der hat ja gesagt, alle Leute, aber nicht seine Familie. Dich kenne ich doch. Bist du nicht der Reisende, der uns unseren kleinen Schreit in der Bibliothek miterlebt hat? Ja, machst du dir Sorgen um mich? Ach ja, stimmt ja. Ich habe mich sehr aufgeregt. Im Nachhinein ist es ganz schön unangenehm geworden. Ich hätte sowas auch gar nicht nötig. Irgendwie nämlich zwei strenge geheime Pläne, um seine Tun auszustechen. Nun ja. Und einer von lässt sich bis zu den Bürgermeisterwahlen nicht mehr umsetzen. Aber der andere Plan wird darauf aufgehen. Ich überlege nämlich, einen nostalgischen Geschmackserlebnis wiederzubeleben. Ja, früher hatte mein Großvater mit jemand aus dem Dorf einen neuartigen Lebensmittel bereitet. Ah, damals war die Welt einfach noch nicht so weit, dass er seine Arbeit mit dem Prototyp beendet. Ich war damals noch ein kleiner Bube, aber die cremige Konsistenz ist mir immer positiv im Gedächtnis geblieben. Ich hatte schon die Idee daraus, irgendwann einmal eine Dorfspezialität zu machen. Sollte mir das ausgerechnet jetzt noch gelingen, würde ich zu Sanito nichts mehr zu befürchten. Oh, nur leider weiß ich im besten Willen nicht, woran genau mein Großvater gearbeitet hat und mit wem. Worüber nachdenke, wenn ich mich auch an einen einzigen beißenden Geruch dieser Aroma noch einmal riechen. Naja, aber wir lassen mal dein Haushalt hier. Wie wär's, wenn du mit einem frischen Glas Milch zum Bauernhof auf den Hügel? Zum Frühstück gibt es nichts Besseres. Okay. Das heißt also, wir müssen jetzt zum Bauernhof. Da waren wir schon. Hier war die Frau drinne. Hier war nicht die Frau drin. Da ist die Frau. Ja, ist hier so die Windmühlen. Da ist die Frau drin. Was ist denn los? Okay, das kennen wir schon. So, hier waren zwei Leute. Ein Pilz. Nee.
Warte mal, wir brauchen Pilz. Ja, wir brauchen Milch. So, jetzt hier auch einen Pilz. Nee, nicht verkaufen. Nicht verkaufen. Ausgehen Milch, yep. Die hören wir noch. Das ist nur die Frage, wo. Chicas nicht. Wo. Klaue. Nein! So, die Klaue. Käse. Wo sind die restlichen rein? Hier ist noch einer, okay. Hier ist ein Pilz. Da waren es nur zwei Leute drin, die haben wir ja schon.
Ist da noch jemand drin? Im Feld? Die Kinder. Das ist nur der Bürgermeisteramt. Und hier ist das Aroma. Oh, Moment mal. Dieses einzigartige beißende Geruch. Ist das etwa Androgese? Das ist er. Sieht wie meines Großvaters damals mit jemandem hier aus dem Dorf entwickelt hat. Käse? Genau so hieß das. Auf einmal fällt es mir wieder alles ein. Verstehe, mein Großvater hatte also mit jemandem vom Bauernhof darüber getrüftelt. Kaum zu fassen, dass es das Rezept bis heute noch gibt. Und das Kirin den Käse ganz neu herstellen konnte. Das muss ein Zeichen sein. Wir sollen Penne Käse zu unserer neuen Spezialität machen. So wird die Position als Bürgermeister wahrscheinlich sicher. Weiterhin sicher. Der Käse kaufe ich selbstverständlich von dir ab. Stimmt so. Nun muss ich mich nur sofort um die Massenfertigung bemühen. Der Laden in Hannover und die Händler auf der Straße werden ihn Sicherheit sofort in ihren Sortiment nehmen. Sollte noch jemand einen Grund finden, mich als Bürgermeister abzuwählen? Ich hoffe, ich sehe dich bei der Wahl. Ja, wir müssen aber immer noch die drei Leute finden. Das war nur die zwei. Aufs Häuschen. Und dann ist immer doch die Frage, wem haben wir noch nicht? Okay, sie wollte keinen Pilz. Suche einen Dorfbewohner. Lol. Ne, das ist. Ich hab schon gedacht. Hier ist keiner drin. Hier ist auch keiner drin. Fuck.
Wo ist das denn? Vielleicht? Nee. Ich habe es. Also, bei den Tomaten. Bei den Tomaten haben wir ihn gefunden. Jo. Dann geht's jetzt zur Bürgermeisterschaftswahl. Ah, du hast die Pilze schon verteilt. Oh, wie ich sehe, hast du sogar schon an allen ein kleines Geschenk zugestellt. Ach, sehr schön. Es wird sicher einige Irinan-Wählern die Augen geöffnet haben. Ach, bitte sehr, nimm das als Dank. Ach, die Edel. Das ist ein wertvoller Pilz, an dem man nur sehr, sehr selten findet. Du gehörst ja auch zum Team Sogma. Also. Isst den Pilz und mach dich bereit für die Bürgermeisterschaftswahl. Ach ja, Sophia hat eben verlautet lassen, die Vorbereitungen zur Bürgermeisterschaft sind beendet. Und du kommst also genau rechtzeitig. Sprich mit Sophia, um den nächsten Schritt zu machen. Gleich ist es soweit. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Damit kann ich die Bürgermeisterschaftswahl nun festlich eröffnen. Es ist bewölkt, aber immerhin trocken. Wir können also dann auf dem Dorfplatz alle versammeln. Ich möchte nun die beiden Kandidaten für die Bürgermeisterschaftsamt bitten, ihre Rede zu halten. Also, ich bin Riedner. Die Natur ist tief in dem Herzen der Leuten hier verwurzelt. Wir machen uns frei und unabhängig. Wir arbeiten hart und werden rechtlich dafür entlohnt. Diese Lebensweise müssen wir uns unbedingt bewahren. Ich werde mich dafür einsetzen, dass neue lokale Spezialitäten wie der Hahn Käse von hier aus in die ganze Welt erobert. Wie ihr alle wisst, heiße ich Sagono und habe mir in ganz Jule meine Modemarke einen Namen gemacht. Aber das war erst der Anfang. Hato soll zum Synonym für Stil werden, zum Geburtsort aller neuen Trends. Mit Gemüse lockt man hier niemanden vor den Ofen. Die Mode hingegen wird Wohlstand in unseren Dorf bringen. Und niemand kennt sich mit Mode aus wie ich.
Boah, Mode hat keinen Bestand. Im Moment mag dein Stil im Trend liegen, aber bald krämt kein Hahn mehr danach. Ach, dann werden wir einfach einen neuen Stil kreieren und unterliege nicht den Trends. Ich beherrsche sie. Es reicht! So. Wenn man euch zuhört, wird man schnell klar, dass ihr nur an euch denkt und nicht an unseren Dorf. Sage nur, gib doch zu, dass du schlichte Dinge mehr schätzt als extravagant. Und dazu gehört Hannos Gemüse. Ich weiß, dass du dich Zufall nachts ins Vorratslager schleißt, um dort das Gemüse verputzt. Wie bitte? Aber wieso sagst du denn sowas? Ah, und was dich betrifft, Riedner, ich weiß, was du heimlich in deiner Hütte mit Sagnolo Mode beschäftigst. Du willst sie nutzen, um bei den jüngeren Leuten mehr Interesse für dein Gemüse zu wecken. Aber woher? Sanogo, ich muss mich entschuldigen. Ich hatte dir von Anfang an zu danken sollen, dass du es geschafft hast, unser Dorf, unsere Einwohner aufs Leben zu lassen. Aber doch, nicht doch. Ich muss mich bei dir entschuldigen, dass ich zu stolz war, um die Wahrheit zu sagen. Trends sind wichtig, aber sie liegen auch in den Traditionen und der Kultur unserer Vorfahren begründet. Liebe Mitbürger, es tut mir leid. Mir tut es auch leid. Zephoria, ich möchte deine Kandidatur zur Bürgermeisterschaftswahl Bürgermeisterin zurückziehen. Aber Sanogo, wir haben es doch nicht zu verdanken, dass unser Dorf derzeit floriert. Da kannst du doch nicht unmöglich. Du möchtest mit einer neuen Gemüsesorte neue junge Leute ansprechen. Ich, weltberühmte Sanoko, werde dir helfen. Du hast auch einmal fragen können, ob du helfen darfst. Liebe Mitbürger, lass uns nun an traditionellen und innovative Vereinen leben wir gemeinsam unsere geliebte Hanatur. Ich möchte von Sophia und Claria gehört, dass du am Ausgang der dieser Dinger nicht ganz unbeteiligt warst. Zum Dank Dank dir zieht Ateno nun wieder alle an einen Schrank. Ich möchte dir etwas geben. Bitte komm in meine Fabrik vorbei. Ich habe mitbekommen, dass du heimlich mit Sophia gesprochen hast. Aber dass du auch mit Klavia geredet hast, naja. Am Ende hat die Bürgermeisterschaftswahl ja auch einen guten Ausgang genommen. Erinnerst du dich noch an unser erstes Gespräch? Diese Sagno Deluxe in den neuesten Kreationen der Marke Sanoku und meiner Meisterwerk, dieses luxuriös geformte Form, die Existenz in Farben, hier stimmt wirklich alles. Dieser Hut kann dich nur jemandem überreichen, den ich für wahre würdig erachte. Ich nehme an, du verstehst, was ich mal sagen möchte. Möchtest du den Hut haben? Du, der nicht an Hanato gerettet, sondern auch Ritrana und mich zur Vernunft gebracht hast. Nur du und niemand anderes hat sich diese perfekte Meisterstück als würdig erwiesen. Und versuche es erst gar nicht, mit dieser Entschuldigung auszureden zu wollen, du kleine Unschuld vom Lande. Und schwupps.
Dann setzt du nun den auf und lass den Rest der Welt von Neid ablassen. So, nun öffne ich meine Bequit wieder. Sophia, mach dich bereit, wir brauchen deine Hilfe. Was mich angeht, ich werde mich ganz neu erfinden. Dafür werde ich mich als erstes meiner Kulturen vom Rarstücken unserer Vorfahren widmen. Schaue also vorbei, falls hier mal seltene Kleider abgehauen kommen, die es sonst in keinem Land mehr zu kaufen gibt. Vielleicht findest du sie bei meinen ausgelesenen Sammlungen. Aber kein Hut. Ah, da hinten ist ein Hut. Das ist die Hose. Ah, die haben wir schon. Die haben wir auch schon. Die haben wir auch schon. Haben wir auch an. Was bist du? Vielleicht fährt er gerade. So. Dann haben wir theoretisch hier eigentlich alles. Nachrichten aus den Uhrzeiten, das sind die Scheintafeln. Was begibt sich an der Ort? Ah, das ist ja klar. Da müssen wir noch hin. Aber da müssen wir noch die anderen Sachen machen. Piraten, das ist noch nicht. Das ist auch noch nicht. Das ist auch noch nicht. Das ist auch noch nicht. Nee. Das ist vom Schloss in Jola. Hm? Da müssen wir noch warten. Prophezeiung. Das können wir machen noch. Das können wir noch machen. Weil hier haben wir jetzt die Klaue. Wir haben ja die Klaue. Klaue. Aber das Dorf hat wirklich ein bisschen länger gebraucht. Oh, ist eben kalt. So, hopp. Wie ist auch gemacht? Naira-Klaue. Naira-Klaue, ja.
Wieso geht das nicht? Eine Klaue, ja. Eine Klaue, ja. Ich verstehe es nicht, zum Glück. Merkst du das nicht, dass du die Klaue hast? Oder einfach im Wasser schmeißen. Oh, dank dir, Urecke, konnte ich der Mutter Göttin-Statue meiner Kraft senden. Lass mich dir einen verdienten Lohn für deine Treue und Hilfsbereitschaft gewähren. Jede Göttin-Statue verbleibt noch von jenen, die wie ich über die Quelle wachten. Denk den schlimmsten Schicksal, das die Müttergöttin-Statuen erleiden müssen. Und hilf auch meine Schwestern. Man muss es einfach nur Wasser schmeißen. So. Haben wir. So, jetzt ist die Frage, wo kommen wir jetzt hin? Hätten wir einen Krog. Hier irgendwo ist ein Türmchen. Warte mal. Ohne nicht. Ja, Posten. Aber ich würde sagen, wir beenden den Part. Und morgen gehen wir in den Sperrposten und labern noch mit denjenigen, dass es die Stadt wieder okay ist. Und ja. Und dann gehen wir runter. Also, ich bedanke mich, wünsche euch schon einen schönen Tag und nicht vergessen, der Podcast-Remote, Daumen hoch, kommt da runter lassen und bis morgen. Tschüss. So, hier ist das Ende des Let's Plays. Im nächsten Part geht es weiter und ja, wenn ihr es noch nicht gehabt habt oder noch nicht gemacht habt, dann versucht mich einfach bei Twitch, lasst mir ein Follow da, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich wieder live und wir sehen uns im nächsten Let's Play. Bis dann, ciao, ciao.